Ich habe ein Skript. Ich weiß nicht, ob ich mich daran halten werde. Ich glaube, es ist gut, ja, ein bisschen nach vor. Danke. Mein Thema heißt: Was lehrt ein Lehrer und warum möchte er dennoch kein Idiot sein? Gleich in medias res. Ich bin keiner, der meint, man müsse Leute dort abholen, wo sie stehen. Denn egal, wo du bist, die Entfernung zur Erleuchtung ist immer null. 0 Kilometer, 0 Meter, 0 Zentimeter und 0 Millimeter. Deshalb ist es völlig gleichgültig, wo jemand steht. Es gibt keinen Weg zur Erleuchtung, zur absoluten Freiheit, und so führe ich nirgendwo hin. Erleuchtung verdient man sich nicht, man muss dafür nichts leisten. Was du suchst, gibt es nicht. Es ist nicht gegeben, es ist, was gibt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Funktioniert nicht. Ja, schauen wir nochmal. Na, jetzt habe ich abgeschaltet und schalte nochmal an. So. Okay. Jetzt sollte eine kleine Projektion kommen und sie kommt nicht. Das ist blöd, gell? Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Ja. Ja, schon klar. Nichts kommt, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht so schnell zum Nichts kommen, weil das kommt nicht so gut an. Ja, schon besser, ne? Aus diesem Grund standen vor 15 Jahren am Anfang der Satz und Notizen, das war so das erste deutschsprachige Satz und Forum, das ich ins Netz gestellt habe, folgende Zeilen. Ich weiß nicht, was Sie hierher geführt hat, aber was auch immer Sie suchen, ich hoffe, Sie werden es hier nicht finden. Dasselbe gilt auch jetzt hier. Erleuchtung, Erwachen, Gott, Wahrheit, das Selbst kann man nicht finden. Man kann bestenfalls den Schleier wegziehen, der sie verbirgt. Genauer, niemand zieht den Schleier weg. Der Versuch wäre nur ein weiterer Schleier. Er verflüchtigt sich von selbst. Zitat. Im Zen sagt man, du kannst es weder ergreifen, noch kannst du dich davon lösen. In deiner Unfähigkeit, es zu erreichen, erreichst du es. Das sagt der Alan Watts im Tao der Philosophie. Das wär's auch schon im Großen und Ganzen. Wem das genügt oder wem das nicht in den Kram passt, der oder die soll oder kann, darf jetzt gehen und sich in die Sonne setzen. Habe ich geschrieben, weil ich glaubte, ich bin um 3 Uhr dran. Also, ich weiß nicht. Da haben sie wenigstens was davon. Allerdings versäumt er oder sie dann noch ein paar so lustige Animationen wie die eben gezeigte und ein paar meiner abstrakten Fotografien. Und zum Idioten muss ich ja auch noch was sagen. Also noch einmal. Der Mensch, das ist wieder Zitat. Diese Zitate, das ist halt, manche Leute sagen dann so gute Sachen, dass ich mir irgendwie blöd vorkomme, wenn ich es dann extra anders formuliere, nur damit es von mir ist. Ja? Also, ja, das ist nicht von mir, das ist ein Zitat. Der Mensch soll sich nicht genügen lassen an einen gedachten Gott. Denn wenn der Gedanke vergeht, dann vergeht auch der Gott. Man soll vielmehr einen wesenhaften Gott haben, der weit erhaben ist über die Gedanken des Menschen und aller Kreatur. Meister Eckhart, Predigt 6. Wer Gott schauen will, muss blind sein. Meister Eckhart, Predigt 56.
Schweig daher und klaffe nicht über Gott, denn damit, dass du über ihn klaffst, lügst du, tust du Sünde. Auch erkennen wollen sollst du nichts von Gott, denn Gott ist über allem erkennen, wie der Meister Eckhart. Jede Beschreibung, jede Erklärung, jede Empfindung, jedes Gefühl, jede Eingebung, jede Vision, jede Intuition, jedes Verstehen und jedes Wissen, jeder Glaube, jede Erkenntnis, jedes Resultat ist nicht der Urgrund aller Objekte. Alles, was du wahrnehmen kannst, ist es, das große Es nicht. Kann man Erleuchtung, kann man Wahrheit denn nicht wahrnehmen? Wenn doch, dann sind sie nicht der Urgrund der Existenz, sondern etwas, das Form hat. Formen kommen und gehen. Das Ganze kann nie erkannt werden. Es gibt keine vollständige Wahrnehmung, sonst hätte man damit eine zweite Wirklichkeit und das wäre vollkommen sinnlos. Die eine einzige Wahrheit kann, man muss schon sagen, per Definition nicht aufgedeckt werden. Der Glaube an eine Wahrheit hat Wirkung, das ist nicht zu bestreiten. Aber wissen können wir, so meine ich, nichts von ihr. Das ist alles, was wir wissen können, soweit es Wahrheit betrifft. Zitat: Die Geschichte mit der Ursache und Wirkung verhält sich, scheint mir, ganz anders. Ursachen können wir nie erkennen. Alles, was wir wahrnehmen, ist Wirkung. Was uns Ursache zu sein scheint, ist in Wahrheit nur ein Vorzeichen. Wenn ich diesen Bleistift hier loslasse, wird er zu Boden fallen. Dass das Loslassen die Ursache des Herunterfallens ist, mag ein Gymnasiast glauben. Ich glaub's nicht. Das Loslassen ist ganz einfach das untrügliche Vorzeichen des Herunterfallens. Jedes Geschehen ist, auf das ein zweites folgt, ist dessen Vorzeichen. Ursache ist etwas vollständig anderes. Allerdings bilden wir uns ein, es stünde in unserer Macht, eine Wirkung hervorzubringen, aber es ist ein unheilvoller Trugschluss, der uns die Welt beständig in einem falschen Licht sehen lässt. In Wahrheit ist es nur ein und dieselbe geheimnisvolle Ursache, die den Bleistift zu Boden fallen macht und mich kurz davor verleitet hat, ihn loszulassen. Gustav Meyrink, Das grüne Gesicht. Der Sieger aber glaubt an freien Willen. Weniger absolut ist Wahrheit für Wahrgenommenes und daher wirklich wirksam. Dabei ist es oft unerheblich, wenn zweifelhafte Behauptungen oder sogar bewusste Lügen später aufgedeckt werden. Ich verweise auf den sogenannten Hufeisenplan zur Legitimation des Angriffs auf Jugoslawien und die kuwaitischen Brutkastenbabys der amerikanischen PR-Agentur Hill & Knowlton. Oder auch auf Jörgs Beispiel mit seiner Mutter. Vom ersten Tag. Wer glaubt, ein Text, ein Bild, ein Film oder auch eine spirituelle Lehrerin oder ein spiritueller Lehrer, gebe die Wahrheit wieder, beziehungsweise könne sie überhaupt wiedergeben, ist leichte Beute solcher Machenschaften, solcher Lügen. Konservative Medien wie die Wochenzeitung Die Zeit stellen zwar Fälschungen gerne dar, aber durch ihre Entrüstung implizieren sie, dass es unverfälschte Berichterstattung geben könne. Der Übergang von Fälschung zu ehrlicher, das heißt authentischer Berichterstattung, subjektiver Berichterstattung, ist jedoch fließend. Was ist denn mit den Journalisten, denen das amerikanische Militär Afghanistan-Krieg vorführt? Sind das objektive Berichterstatter oder Fälscher? Was ist mit den symbolischen Aktionen, die für die Medien unternommen werden, um Aufmerksamkeit zu erhalten? Ist Berichterstattung darüber irgendwie wahr? Ist Satsang, Gemeinschaft mit der Wahrheit oder auch Gemeinschaft in Wahrheit übersetzt, auf irgendeine Art wahrer als beispielsweise ein Disco-Besuch? Ist Wahrheit vermittelbar?
Ich glaube nicht, dass man bloße Sinneseindrücke vor der Strukturierung und Interpretation, die sie erst wahrnehmbar machen, und schon gar nicht Gedanken als Wahrheit definieren darf. Die Überführung in den konkreten, verstehbaren Bereich ermöglicht allerdings Orientierung und Einfügung in das erinnerte Welt- und Selbsterleben. Und sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach individuell. Sie unterliegt aber keinem Willen und keinem bewussten Vorgang. Was ich für wahr halte, gilt nur für mich und ähnlich strukturierte Wesen. Das wirft die Frage der Kommunikation auf, denn wie ist es möglich, dass Menschen, die in ihrer eigenen Welt leben, miteinander kommunizieren können? Ich denke, das kommt von der ähnlichen Prägung, den ähnlichen Angeboten, ihre Wahrnehmung zu strukturieren. Damit meine ich nicht nur die Schulen und Berufsausbildungen, sondern ganz allgemein die Kultur, in der sie aufwachsen. Die Behauptung des Solipsismus, dass es außer meinem kein anderes Bewusstsein gäbe, lasse ich einmal beiseite. Und aus diesem Grund, nämlich aus dem Grund der ähnlichen Prägung, meint Wittgenstein, dass ein Bild und ein Begriff unscharf sein muss, um zur Kommunikation zu taugen. Allzu scharfe Begriffsbestimmungen sind kontraproduktiv und können außerdem aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungshintergründe der Leute nie ausreichend genau definiert werden. Leute, die der vorherrschenden Hegemonie der Weltsicht komplett folgen und keine andere kennen, meinen, das, was sie sehen, sei die Wirklichkeit, alle anderen Sichtweisen nicht. Die nennen sie dann Verrücktheit, Erfindung, Unwirklichkeit. Aber sogar für sie selbst stimmt es selbstverständlich nicht, dass nur das auf sie wirkt, was sie für Wirklichkeit halten. Die Wirklichkeit, auch die, die auf sie persönlich wirkt, ist viel größer, als eine vorherrschende Welt sich beschreiben könnte. Sonst wäre jede radikale Veränderung unmöglich, ist sie aber nicht. Kunst ist wahrscheinlich das wirksamste, also wirklichste Mittel, dies zu erkennen. Das andere, Unbekannte, noch Undenkbare, der Sprung ins Nichts und der daraus anscheinend zwangsläufig resultierende schöpferische Akt interessieren mich auch aus diesem Grund. Jede Formgebung, der schöpferische Akt, muss zwar trivialisieren und fragmentieren, erzeugt aber gerade dadurch das neu zu Erkennende, das schließlich zum Bekannten wird. So kommen wir jetzt zur Fotografie. Zitat: Wenn sich unsere innere Unruhe einmal wirklich gelegt hat, erkennen wir plötzlich die Bedeutsamkeit von Dingen, bei denen wir eine solche Bedeutsamkeit niemals vermutet hätten. Dies ist auch die Kunst jener modernen Fotografen, deren Genie darin zum Ausdruck gelangt, dass sie ihre Kamera auf abblätternde Farbe einer alten Tür oder auf den Sand und die Steine einer nicht asphaltierten Straße richten und uns so zeigen, dass diese Dinge, wenn man sie auf eine bestimmte Weise anschaut, Bedeutung erlangen. Doch sie bedeuten nicht etwas, sondern sie sind bedeutsam in sich selbst. Vielleicht ist Bedeutung also die Qualität eines Geisteszustandes, in dem wir merken, dass uns die Bedeutung der Welt gerade durch unsere ständige Suche nach eben dieser Bedeutung entgeht. Das Gleiche gilt natürlich für Erleuchtung. Alan Watts, das Tao der Philosophie. Ein Grund, wahrscheinlich der wichtigste für mein Fotografieren, mir selbst eine andere Sichtweise beizubringen, um zu erkennen, dass meine alltägliche Sichtweise eben eine solche ist, eine Anschauung der Welt, eine Auseinandersetzung damit, eine Interpretation, dass es noch andere Interpretationen gibt und dass sie alle eben kein bloßes Erkennen der Wirklichkeit sind, sondern ein Fürwahrnehmen. Intellektuell ist das ja schnell verstanden, aber sich davon praktisch zu überzeugen, ist nochmals eine andere Sache. Ich bin nicht jemand, der mit vielen Konzepten auf die Pirsch geht. Ich mache mir schon Gedanken, wenn ich es nicht vermeiden kann, aber die sind eher wie ein Setting zu verstehen, das einen Rahmen schafft. Manchmal verspüre ich eine Neigung, der ich folge,
wie zum Beispiel bei bestimmten Aufnahmen das 7-14er Objektiv zu verwenden. Aber das ist eben nur der Aufbau. Danach bin ich offen für das, was mir erscheint, unter diesen Voraussetzungen und denen der Jahreszeit, des Wetters, der Tageszeit, des Lichts. Ich werde von Motiven gerufen. Jetzt kommt die Diashow, wenn sie funktioniert.
das eh nicht mehr so lang jetzt. Vielleicht ist es auch wichtig zu erwähnen, dass ich Fotografie, vor allem meine Fotografie, als Kunstform verstehe. Und meine Auffassung von Kunst ist, dass sie erweitern soll, hinausweisen über das Alltägliche, das Selbstverständliche, Vertraute. Sie soll im weitesten Sinn transzendent sein. Im Idealfall überrascht sie also den, die Betrachterin und am allerbesten zuerst einmal mich. Das ist mit einer konzeptionellen Herangehensweise außer in der beschriebenen Form des bloßen Settings nicht zu erreichen. Zitat: Feste ästhetische Regeln gibt es nicht. Der Künstler schafft seiner Natur, seinem Instinkt folgend das Werk. Er selbst steht überrascht davor, andere mit ihm. Emil Nolde. In der abstrakten Fotografie finde ich gerade das Nichtssehen so inspirierend. Ja, man muss der vollautomatischen Deutungsabsicht widerstehen, beziehungsweise sie beiseite lassen, sonst wird man nur frustriert. Und diese Enttäuschung deckt unmittelbar alle anderen Gefühle zu. Lässt man eine Fotografie aber einfach wirken, ohne Versuch, sie zu verstehen, dann erkennt man sie, so wie man ein Musikstück erkennt. Ist es nicht seltsam, dass es, zumindest in unserem Kulturkreis, beinahe jeder und jeden kein Problem macht, beim Hören von Musik die Frage, was ist das, bleiben zu lassen? Es aber beim Sehen schon schwerer fällt und bei der Fotografie die allermeisten daran scheitern. Aber gerade dadurch ist hier so viel zu entdecken. Das Ablegen derart eingefahrener Gewohnheiten kann sehr bereichern. Was übrigens auch dem Sehen dokumentarischer Fotografie förderlich ist. So lässt jedes gelungene Bild eine Offenheit für das Unbekannte entstehen, die das Gefängnis der Routine aufbricht, wenn wir dafür bereit sind. Mag dieses Aufbrechen auch nur vorübergehend sein, so kann man doch nicht mehr so unbewusst wie zuvor glauben, dass die Welt etwas ist, das uns mächtig und unerschütterlich fest da draußen gegenübersteht. Manchen und manche erschreckt diese Erkenntnis und meine Bilder, wenn ein Abtun als altbekanntes Unfug oder unverständliche Kunst nicht gelingt, dann erschreckt es. Ja. Umso schöner, wenn es hin und wieder jemanden beglückt. Dieses Glück empfinde ich auch oft beim Fotografieren oder Ausarbeiten der Bilder. Würden wir annehmen, dass die Welt, wie wir sie kennen, ein Konstrukt ist, so wie jede Wahrnehmung, gäbe es keine politisch-wirtschaftlichen Unausweichlichkeiten, keine Sachzwänge mehr. Die herrschenden Zustände wären nur eine Geschichte unter vielen und wir wären eher frei, einer für uns schöneren zu folgen. Wahrscheinlich ist die Herkunft des griechischen Wortes Idiotes ja bekannt. In einer Polis des antiken Griechenlands, also einem Stadtstaat, war ein Idiot eine Privatperson, die sich aus öffentlich-politischen Angelegenheiten heraushielt. Angeblich war dieser Ausdruck gebräuchlich und wertfrei. Ich dagegen finde es schon reichlich seltsam und ich muss es zugeben, sogar fast dumm, wenn Mann und Frau, noch dazu vielleicht gerade die, die meinen, ihr Einssein mit allem und allen erkannt zu haben, sich individualistisch auf angenommene Einzelwesen, beispielsweise sich selbst, konzentrieren, statt die Verbundenheit aller Existenz auch im gemeinsamen öffentlichen Leben, also der Politik, zu akzeptieren.
Das konnte man nicht lesen, das ist nach einem Wittgenstein-Zitat. Also ich will mich da nicht schmücken. Mir hat das so gut gefallen, ja, dass er eine rosa Zähne hat. Also ich finde es so ein schönes Beispiel für die Verbundenheit. Er verwendet das anders. Ne? Er sagt, also wie die Sprache verschiedene Bedeutungen hat, wenn man Gleiches sagt, ja, das und das hat keine Zähne, ein Neugeborenes hat keine Zähne, aber da weiß man, dass es einmal hoffentlich welche haben wird und wo und so. Ja? Bei einer Gans meint man, die hat keine Zähne, man wüsste auch, naja, wenn, dann schon im Schnabel, hat im Kiefer, ja, und so, aber die wird auch keine haben. Und der Rose, na, die hat sowieso keine, und wenn, auch wo sollte sie denn sie haben? Ne? Also in der Blüte oder bei den Blättern, in den Wurzeln vielleicht. Aber dass man dann sagen kann, ja, die Kuh, die das Gras frisst oder was auch immer und dann irgendwo hinscheißt und dieser Mist düngt die Rose, dass also die Zähne der Kuh das sind. Das finde ich großartig. Ja? Ich finde ganz toll. Wenn, ja, jetzt wird es politisch. Arschi, Arschi. Dem die Ameisen den Unterarm zu fressen hatten, als er in tiefer Selbstversunkenheit in einer Höhle lebte, später in einem Film auf einer Chaise Longue liegend Zeitung lesend zu sehen ist. Oder wenn er eine Kuh, also ein weibliches Rind, für erleuchtet erklärt und das in einer Gesellschaft, in der ernsthaft angenommen wurde, dass eine Frau erst als Mann wiedergeboren werden muss, um erleuchtet werden zu können, dann ist das in meinen Augen als Widerstand einzustufen, und zwar als sozialer, politischer Widerstand. Freilich nicht als schreiender Widerstand mit erhobener Faust, sondern als augenzwinkernder, dabei mit vollem Herzen liebevoller Widerstand. Von solchem Engagement ist die mir sichtbare, kommerzialisierte Satzungbewegung, soweit ich sie wahrnehme, meilenweit entfernt und scheint lieber stillschweigend mit einem kapitalistischen Regime der Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kollaborieren, das sich euphemistisch frei, demokratisch und gut nennt. Ich hoffe, ich bin in diesem Punkt bloß uninformiert und lasse mich gerne mit Gegenbeispielen überschütten. Ja, ich habe ja wirklich einen sehr beschränkten Überblick. Ja. Lehrende haben es schwer. Was soll er oder sie denn lehren? Was ist es überhaupt noch wert, gelehrt zu werden? Über absolute Wahrheit lässt sich nichts sagen oder zeigen und neue Konzepte entwerfen, weitere Konstrukte fabrizieren. Was hat das für einen Sinn, wenn es ans Eingemachte geht? Veni Lickermann, einer der wenigen Lehrer, die ich als solche schätze, also einmal mit H, einmal mit 2E, sagt, die lebendige Lehre ist wie Regen. Man muss nicht unter jeden Tropfen rennen, um nass zu werden. Ein Lehrer mit 2E hat es da vielleicht leichter. Er könnte schauen, was da ist und es dann wegleeren. Allerdings kann sich dieser Prozess ebenfalls als nahezu endlos erweisen. Nicht so, wenn die Premium-Abkürzung gewählt wird und die Schülerin, die Sucherin, also immer die männliche Form ist mitgemeint natürlich, bereit ist. Die Frage, wer bin ich, leert den ganzen Mist auf einmal aus, ohne sich groß um zeitaufwendige Mülltrennung zu kümmern. Man kann selbstverständlich auch hier noch herumgrübeln, sich fragen, ob man die Bedeutung eher auf wer oder auf bin oder doch vielleicht auf ich legen sollte, vielleicht am allerbesten auf das Fragezeichen. Aber das sind ja doch bloß lächerliche Versuche der Fünf-Vernünftelei, auch für den Adept und die Adeptin einsichtig. Wenn sich der Blick aufs Auge richtet, ist die Konstellation des Ichs völlig unerheblich, wie schon eingangs gesagt. Und, Zitat,
Die scheinbare Beständigkeit des Ichs besteht vorzüglich nur in der Kontinuität, in der langsamen Änderung. Größere Verschiedenheiten im Ich verschiedener Menschen als im Laufe der Jahre in einem Menschen eintreten, kann es kaum geben. Das Ich ist so wenig absolut beständig als die Körper. Was wir im Tode so sehr fürchten, die Vernichtung der Beständigkeit, das tritt im Leben schon in reichlichem Maße ein. Das bitte hat ein Physiker gesagt, und zwar zur Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, der Ernst Mach, nachdem die Schallgeschwindigkeit benannt ist, und zwar in einem Vorwort, das er antimetaphysische Vorbemerkungen nennt. Ja? Und da spricht er über solche Dinge. Das ist also auch erstaunlich für mich. Objekt ist von als Ergebnis von Sinnesreaktionen der Lebewesen auf eine Vielzahl verschiedener Reize. Diese Reize scheinen von Quellen außerhalb des reagierenden Systems zu stammen, aber es gibt dafür keinen Beweis, außer dem reagierenden System selbst. Daher sind Objekte nur eine Vermutung, denn sie haben keine nachweisbare Existenz außerhalb des sie erkennenden Subjekts. Da dieses Subjekt nicht an sich sinnenhaft als ein Objekt erkennbar ist, ist das Subjekt selbst ebenfalls nur eine Vermutung. Da man weder die tatsächliche Existenz eines Subjekts noch die eines Objekts nachweisen kann, ist Existenz nichts weiter als eine begriffliche Annahme, die metaphysisch unhaltbar ist, sagt WWW im offenen Geheimnis. Das Ich ist unrettbar, sagt wieder der Ernst Mach. Daher zum Schluss und ganz versöhnlich: Was im Weg liegt, ist der Weg. Was das Selbst verschleiert, ist das Selbst. Meine Frau hat gesagt, diesen Text kann man nicht vorlesen. Den muss man selber lesen, weil er zu dicht sei. Ich weiß nicht, ich habe es ja trotzdem versucht. Das Skript dieses Vortrags gibt es jetzt im Internet, steht unter satsang.subhash.at als PDF drin, und da sind auch diese Quellenangaben genauer. Und es gibt auch zwei Links zu dieser Hufeisenplan-Geschichte, weiß nicht, wie weit das bekannt ist, und diese kuwaitischen Brutkastenbabys, das auch so eine Geschichte war, die ausschlaggebend war, dass ein sogenannter Krieg im Namen der Menschlichkeit zur Verhinderung weiterer Gräueltaten akzeptiert wurde. Danke. Nur ist es genauso, ja, also mit Musik. Es gibt sehr viel, also es gibt, ich habe ja auf der Webseite vom Forum gibt es ja so Selbstdarstellungen der Lehrerinnen, der sogenannten, und da sind unten ein paar Links, und da gibt es dann, da kommt man schon überall hin. Also ich weiß nicht, ob alles jetzt drin steht, aber es steht sehr viel drinnen. Es steht auch sehr viel an dokumentarischer Fotografie drinnen, ja, weil ich das meiste, was ich mache, ist eh so. Ich mache viele Landschaften zum Beispiel, ja, weil das auch ist, was für mich sehr bereichernd auch ist. Ja. Ich habe 19 Jahre an einem Platz gelebt, ohne Auto. Bin, wenn ich spazieren gegangen bin, zwei Runden gegangen, entweder so herum oder so herum. Ja. Und das 19 Jahre lang. Und hatte fast immer ein Fotoapparat dabei, und mir sind die Motive nicht ausgegangen. Ne.
du hast eine andere Jahreszeit, eine andere Tageszeit, du bist selber völlig anders drauf, das Licht sowieso immer anders, ja, und du siehst Dinge, die waren immer völlig 18 Jahre lang nichts und plötzlich siehst du da irgendwas Interessantes oder Schönes oder das finde ich irgendwie toll und es zeigt halt auch, wie selektiv ich wahrnehme, ja, wie wenig das ist, was ich halt sehe. Nicht? Andererseits, ich kann halt nicht mehr, ich muss mich entscheiden. Das ist auch so eine Geschichte vom ersten Tag, glaube ich. Da kam doch immer wieder vor, mit einer Entscheidung treffen. Ich glaube, was war das bei deinem Vortrag danach, beim Austausch, Jörg? Vielleicht noch mit der Mutter war diese Lüge, ja. Na, also es kam dann immer wieder, wer denn die Entscheidungen trifft und so. Nicht? Und mir ist dann so gekommen, wenn man das auch so, die Sprache, jetzt kann man auch so verstehen, dass man sagt, man trifft eine Entscheidung, so wie man einen Bekannten trifft, ja, oder einen Unbekannten, irgendeinen Menschen. Also man trifft ihn an oder man begegnet ihr, ja, der Entscheidung. Ne? Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Sichtweise. Nicht? Das entspricht mir viel mehr. Ich glaube nicht an einen freien Willen. Aber ja, ist nicht so wichtig. Ja, und dieses, ja, also ja, es gibt dann viele mehr oder weniger normale Fotos sozusagen. Das ist so ein Spezialgebiet, das mir am Herzen liegt. Es gibt auch ein Buch draußen. Ja. Müsst ihr eh alle kaufen, weil sonst muss ich das wieder zu Hause zahlen und das ist so schwer. Außerdem wollte ich ja noch ein paar DVDs vielleicht mitnehmen. Ja. So, also ich schaue jetzt einmal, ob ich diese Stelle nochmal, also ich finde sie sicher, ne? Das ist nicht so schwer. Nur das. Ja, die Musik also wird etwas lauter gewünscht. Mir ist vorgekommen, ich habe sie noch nie so gehört, weil da waren die Bässe viel präsenter. Ja? Ich habe das aber mit einer relativ guten Anlage, ich habe den Computer zu Hause, das Standgerät fest an einer Anlage angeschlossen und das ist viel, also die Höhen sind viel deutlicher, als es da war. Mag aber auch an dem Gerät hier liegen. Das war wahrscheinlich eh schuld. Jetzt ist es überhaupt schon wieder aus, oder wie? Okay, noch ein Versuch. Thank you.
Danke. Ich würde irgendwie ganz gerne noch so ein bisschen Feedback haben zu dieser politischen Geschichte, ja, weil das ist, mir war diese Satzungsnotizen, die es da gab, die gab es 11 Jahre lang, ja, und das war doch für einige Leute schon ein recht, ein Austauschmedium, was ganz schön auch an die, ja, so an die Nieren ging. Und mir ist es gegen Ende dann immer wichtiger geworden, da auch politische Aspekte einzubringen. Ich habe es dann schließlich auch umbenannt und es hat dann Alles und Nichts geheißen. Und vor 4 Jahren habe ich es dann eingestellt. Das ist so dieses Einbringen politischer Themen wurde überhaupt nicht gutiert. Ja? Also das stieß nicht auf irgendein Verständnis. Nicht? Da kam man dann... ich weiß gar nicht mehr, was kam. Es war damals das Übliche, ja. Also das war damals so Standardreaktionen. Vielleicht, dass sie für Politik eh nur Leute interessieren, die auf Macht aus sind. Oder dass das ja noch nie zu irgendetwas geführt hat und so. Nicht? Für mich selber ist es inzwischen wieder ganz anders, weil ich wohne jetzt wieder seit 1,5 Jahren in einem kleinen Dorf am Land, im Waldviertel, das eine der ärmeren oder ärmsten Gegenden von Österreich ist, in einem Bauerndorf. Und für mich bedeutet jetzt Politik viel mehr, so sich mit dieser Gemeindeebene auseinanderzusetzen, ja, nicht Weltpolitik oder so. Und da geht es um ganz banale Sachen oft, nicht? Da geht es um die Wasserversorgung zum Beispiel, nicht? Weil das etwas ist, wo nicht, da hat schon jedes Haus nur seinen Brunnen, weil das alte Häuser sind, aber es gibt eine gemeinsame Wasserleitung, nicht? Und ja, irgendwer muss die verwalten, da gibt es eine Genossenschaft, interessanterweise, in Österreich gibt es nicht viele Genossenschaften, weil das Recht so nicht sehr hilfreich ist. Also das ist auf der Ebene... Ich bin bei keiner politischen Partei oder so, aber ich engagiere mich dann schon für solche Belange. Und ich denke, das ist halt ich war in Venezuela, also ich habe zweimal in meinem Leben eine große Reise gemacht. Einmal zum Papaji nach Indien, vor, weiß nicht, 25 Jahren oder so. Und einmal vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so. Nein, es sind, glaube ich, erst 6, ich glaube 2008 war das, nach Venezuela. Weil mir das politische System in Venezuela so gut gefallen hat. Also einmal zunächst theoretisch, wie ich die Verfassung gelesen habe darüber und ich wollte mir das unbedingt anschauen. Und ich bin mit einer Studiengruppe dorthin gefahren, mit einem Historiker und Studenten verschiedenen, war so interdisziplinär. Und ich meine, da ging es schon um wesentlich größere Zusammenhänge. Und bei uns hat man da immer nur so verächtliche Meldungen gehört und gelesen über irgendwelche angeblichen Verrücktheiten des Hugo Chavez. Aber ich fand das großartig. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, da gab es so eine Geschichte, dass die privaten, es gibt sehr viele private Universitäten in Caracas, die haben überhaupt, also gut, die Stadt hat mit dem Umland etwa 8 bis 10 Millionen Einwohner, das weiß niemand so genau. Aber da gibt es, glaube ich, 16 Universitäten in der Stadt. Ja. Und auch wenn halt dann oft gesagt wird, ja, aber das ist ja mit unseren Universitäten nicht zu vergleichen, das ist nicht dieses Niveau und so, was ich übrigens bestreite. Da gibt es viele private Universitäten und kirchliche. Die katholische Kirche ist in Südamerika recht stark gewesen, aber eigentlich noch immer. Und auch staatliche Universitäten. Und die Privaten haben eigentlich immer so getan, als seien sie, wir haben die verschiedene, unter anderem halt verschiedene Universitäten besucht, die haben immer so getan, als hätten sie keine Ideologie, ja, als wären sie so quasi reine Wissenschaft und so, ja.
Und während die Staatlichen sehr wohl gesagt haben, sie hätten eine Ideologie, ja, und sie sind bolivarianische Universitäten und sie sind für den Sozialismus des 21. Jahrhunderts und so weiter. Ja. Und ich, also mir kann kein Mensch erzählen, er hätte keine Ideologie, das ist völlig lächerlich. Das merken nur die Leute nicht, die völlig im Mainstream sind, ne? Die merken nicht, dass sie eine Ideologie haben, weil das, halt, das ist, was alle glauben oder was sie überall bestätigt kriegen, wenn sie Zeitung lesen oder Fernsehen oder so. Und ich meine auch, das gilt auch für uns hier. Und ich denke auch nicht, dass das etwas ist, was man loswerden muss. Ja, genauso wie man, glaube ich, nicht seine Verletzungen loswerden muss. Man kann sie und darf sie, also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich habe auch nichts gegen therapeutische Arbeit oder so. Ja. Aber das hat nichts mit Erleuchtung zu tun, meine ich. Man braucht nichts wegräumen, um dann schließlich zur Erleuchtung zu kommen. Aber man darf natürlich es sich besser gehen lassen. Und es gibt Lebensumstände, die, also auch persönliche, traumatische, die sind so schlimm, dass es also sehr angebracht ist, damit was zu tun und sich helfen zu lassen, ja? Wenn jemand erreichbar ist, dem man das zutraut. Und so wie man das nicht loswerden muss. Man muss seine Person nicht loswerden, man muss seine Vorlieben nicht loswerden. Ich glaube auch, man muss seinen Widerstand nicht loswerden. Ja? Zumindest bringt es gar nichts, wenn man dann Widerstand gegen Widerstand hat, wenn man das ja nicht darf. Also Nein zu sagen. Ja? Manchmal ist es gut, sich zu unterwerfen und oder nicht nur zu unterwerfen, das klingt jetzt sehr nach Machtgeschichte, ne? Das kann auch einfach ein Einverstanden sein, ja, auf Augenhöhe, auf gleicher Höhe. Manchmal ist das gut. Und manchmal ist es gut, Nein zu sagen und sich zu wehren. Ja, und deswegen meine ich, man sollte sich nur bewusst sein, oder man könnte sich, also nicht, vielleicht wäre das... Wünsche ich mir halt. Also meine Vorliebe wäre, wenn etwas mehr Bewusstsein da wäre, was wir für Prägungen haben auf ideologischem Gebiet, auf politischem Gebiet. Ja. Mir fällt das halt so auf, weil ich jahrelang keine Zeitung gelesen habe, keine Nachrichten gehört und nichts. Ja. Wenn ich das jetzt wieder tue, dann ist das für mich die reinste Propaganda. Wenn ich irgendeine Qualitätszeitung aufschlage in Österreich oder das Qualitätsmedium, den ORF, das Mittagsjournal, ja, so wo man sie eigentlich erwarten könnte, das ist halbwegs eine objektive Information, ist für mich die reinste Propaganda. Für mich, also mir kommt es vor, die Prater hat nicht schlimmer sein können. Ja. Ja. Ich finde es total berührend und also entspricht meinem eigenen Erleben sehr, was du jetzt gesagt hast. Die Wichtigkeit, diese zu sehen, dass man in politischen Zusammenhängen halt lebt. Und natürlich gibt es immer Momente, wo man sich mehr auf innere Vorgänge konzentriert und so weiter. Aber nach meinem Eindruck gehört auch dieses Agieren in sozialen Zusammenhängen und auch in politischen letztendlich ganz automatisch zur Entfaltung der eigenen, ja, des Potenzials, was man hat. Und wenn das nicht genutzt wird,
dann hält man an einer Kontraktion fest letztendlich. Und insofern also es gibt eine innere Notwendigkeit nach meinem Erleben, wirklich nicht nur in die Handlung zu kommen, sondern auch in die politische Handlung, in die soziale Handlung. Das hat was damit zu tun, dass man auch so etwas wie eine Aufgabe zu haben scheint. Also ja, so fühlt es sich an oder man könnte es so interpretieren. Manche sagen Mission dazu, was jetzt nicht missionarisch heißen muss, aber wo es um die um sowas wie Echtheit geht. Und also da ist noch ganz viel möglich, glaube ich, in unseren Kreisen. Also, ja, also ich fand das auch sehr ansprechend und vor allem sehr nah am Leben. Auch durch, was du vom Kreativen vermittelt hast. Ich habe gerade in meiner Erfahrung, ich lebe in Argentinien, in den Bergen. Die dortige Kultur, die ist sehr verbunden mit der Erde, das ist ja Pachamama, Mutter Erde und Vater Sonne. Das ist eine tiefe Verbundenheit mit der Erde und mit dem Kosmos. Und es ist sehr interessant, was da gerade passiert, dass die moderne Welt diesen Kontinent erobert hat, vereinnahmt, vergewaltigt. Und heute wachen immer mehr Menschen auf und fangen an, sich zu fragen, wollen wir so leben? Ist es das, was gerade passiert, die Wirklichkeit, in der wir sein wollen? Und da gibt es sehr viel politischen Aktionismus, Bewegungen. Und das ist ein Kollektiv, was da passiert. Und ich denke, ich habe immer das Bild vor Augen, dass wir ein Organismus sind, aber auch unsere Erde ist ein Organismus. Und da sind wir ein Teil davon und auch als Menschen in einer Verantwortung. Und wenn man darüber redet, dass das Ego fallen gelassen werden soll, denke ich, spielt es keine Rolle, ob wir mit unseren Überzeugungen etwas bewirken können oder nicht, aber es ist unsere Aufgabe. Ja. Das fand ich sehr gut, also, dass du das auch hier reingebracht hast. Danke. Die Frage, ob sich auch politisch engagieren, ist was, was mich irgendwie berührt. Ich fühle Offenheit dafür, mich politisch zu engagieren. Ich bin Mitglied bei den Violetten in Deutschland und ich versuche, die auch zu fördern. Aber ich weiß irgendwie, ich sehe, dass da nicht viel Widerhall bei spirituell ausgerichteten Menschen ist, warum auch immer. Ich weiß ein Beispiel von Pia, habe ich mal gehört, die ist in München, hatte sie einen Tag mit ihren Schülern und morgens hat sie Satsangs gegeben, nachmittags ist sie mit ihnen auf eine Anti-Atom-Demonstration gewesen und abends im Konzert. Und sie hat einfach gesagt, sie will alle Bereiche mit den Menschen, die zu ihnen kommen, teilen.
Für mich ist eigentlich allein die Tatsache, dass wir als Menschheit vom technischen Fortschritt her alle in Reichtum leben könnten, das aber nicht machen, weil die Spielregeln, nach denen wir zusammenleben, einfach nicht in Frage gestellt werden, wie zum Beispiel das Finanzsystem und Wirtschaftsform und so weiter. Das ist einfach, das berührt mich und das finde ich einfach schade. Und ich weiß, das ist einfach das, was erscheint, wie es im Moment ist, aber Berührtheit darüber und der Wunsch, dass es anders sein könnte, ist auch was, was einfach da ist und was berührt. Und ja, das wollte ich einfach teilen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass das überhaupt jetzt in diesem dritten Jahr so mal eine Frage ist. Und ich glaube wirklich, dass wir nichts tun können. Aber ich glaube, das hängt genauso wieder mit diesem Präsent und Ehrlichsein zusammen. Also ich habe so eine Sehnsucht, einfach zu sagen, zum Beispiel diese ganze Zinsgeschichte ist sowas von daneben, dass ich das einfach nicht mehr mitmache. Und dafür ist es mir ganz wichtig, einfach auch wirklich in diesem Kreis, wo es, ich sage jetzt mal, so eine Herzensfamilie gibt, auch wirklich so eine Lebensfamilie zu machen. Und das, was du so gesagt hast, das ist hier doch nicht mit Geld zu bezahlen, ist genau der Punkt. Ja, das ist eine andere Währung. Das ist die Währung von Präsenz, von Authentizität, von ins Gemeinsame gucken. Und diese Qualitäten zu etablieren, ist für mich sehr politisch. Und da freue ich mich einfach sehr, dass das so fragwürdig wird. Mich spricht es auch total an, dass die Welt, also die Erde, einfach da, wo wir leben, was wir immer als Illusion nennen, dass es einfach hier ist. Und ich finde, es gehört mit zu, also einfach zur Integration, dass wir auf so einem schönen Planeten Erde leben. Und die Frage, wie gehen wir damit um? Auch wenn es immer heißt, dass wir nichts tun können, aber es kann eben eine Offenheit da sein für was auch immer dann hier geschehen möchte, für diese Handlungen, die da durchgehen oder ausgeführt werden. Es freut mich gerade, dass sie so einen Platz kriegt, noch am Ende. Mit der Geschichte, dass die Welt Illusion sei, wobei das ja das gleiche Wort wie Maya ist, ja, das ja auch als Spiel übersetzt ist. Und Illusion kommt, das kommt von Ludere und das heißt Spielen. Ja. Da ist also auch bei unserem alltergebräuchlichen Wort ist dieses Spiel drinnen. Da gibt es eine Geschichte, da hat, also der Babaji oder Puncaji, ich weiß nicht, wie weit der bekannt ist hier, der war ein sogenannter Schüler vom Ramana Maharshi und ich war da dort, wie er schon über 80 war, nur kurze Zeit mal. Und das, also für mich war das wichtig. Und der hat erzählt, dass er hat dann irgendwann einmal den Ramana als seinen Guru erkannt und akzeptiert und war dann nur mehr bei ihm, also der war Manager in einer Kohlenmine oder so irgendwas, der Babaji, und das war in der Nähe von Tiruvannamalai, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und immer wenn er konnte und wenn er frei gehabt hat, und ist er da hingefahren zum Ramana und war dort. Und dann hat der Ramana mitgekriegt, das war gerade zu der Zeit, wo die Teilung zwischen Indien und Pakistan stattgefunden hat.
Und der Ramana hat mitgekriegt, dass die Familie von dem Babaji, von dem Punjaji, in werdenden Pakistan sitzt, als Hindus. Und das war nicht so locker, diese Teilung. Ja, das sind die Züge von Indien, die Moslems, nach Pakistan gefahren und von die Hindus von werdenden Pakistan nach Indien. Und dazwischen haben sie sich aufgehalten und gegenseitig umgebracht. Ja. Und der hat der Ramana gesagt, er hat gehört, deine Familie ist da oben und so, warum fährst du denn da nicht auf und schaust, dass du die rauskriegst? Und er hat gesagt, naja, das ist ja nur, es war eine Illusion, ja, dass ich habe keine Familie, meine einzige Familie bist du. Ne? Ich meine, ich kann das verstehen, ja, ich kann das verstehen, dieses Gefühl. Und der Ramana hat gesagt, ja, wenn das eh nur ein Traum ist, ja, dann fahr doch rauf und hol sie raus. Und das kam an. Er ist raufgefahren, die waren noch am Leben alle und haben so quasi, ich weiß nicht, ob sie auf ihn gewartet haben, also jedenfalls konnte da 16 Familienmitglieder, sind halt mit ihm dann mit so glücklich in Indien gelandet und in Lucknow, wo ich ihn dann schließlich Jahrzehnte später besucht habe. Also ich meine nur, das ist ja kein Grund, das ist ja kein Argument zu sagen, das ist ja alles nur Illusion. Ja? Und, naja, dann erst recht sozusagen, ja? Wo ist dann das Problem? Der Subhash hat mehrmals das Wort Propaganda benutzt. Und das ist ein ganz wichtiges Wort. Es ist hier zweimal der Satz gefallen, ich kann da nichts gegen tun. Das ist Propaganda. Das ist euch eingeredet worden. Also wenn es wirklich einen Propagandasatz gibt, dann den, ich kann nichts tun. Wir leben in einer Demokratie und wir können was tun. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Diese Propagandalüge, die ist nicht nur in der österreichischen Presse, die ist leider auch in unserer Presse und die ist auch übers Netz verbreitet und wir treffen da tagtäglich drauf. Und der Hauptsatz ist, ihr könnt nichts tun, ihr Bürger, ihr könnt auch gar nichts tun. Und Subhash hat das so schön erzählt, dass er jetzt, wo er auf dem Dorf lebt, in diesem kleineren Gemeinderahmen was tun kann politisch. Wenn ich in der Großstadt wie in Berlin bin, klar kann ich mehr tun. Ich bin in der Piratenpartei, die Vasetu bei den Violetten, hallo. Und insofern habe ich hier in Berlin natürlich andere Möglichkeiten, was zu tun, aber auch im kleineren Rahmen lässt sich was tun. Ich kann hier in Berlin auch im kleineren Rahmen was tun. Berlin ist in Bezirke eingeteilt in 12. Man hat einzelne Kieze, wo man direkt mit den vor Ort Leuten arbeiten kann. Und es ist wirklich gut. Das Politische hat sich mir erschlossen wie mein eigenes Inneres. Am Anfang ein Gestrüpp, wo man nicht durchguckt, wo man nicht durchsteigt, weil so viel Neues, so viel Komisches auch teilweise drin steckt in einem selbst. Und so war das bei den Politischen bei mir auch am Anfang, wo so viel komische Sachen aufgetaucht sind. Aber ich habe gesehen, genau wie im Inneren, das Politische, das läuft auch ab, wenn ich mich nicht drum kümmere. Genau wie das Innere. Wenn ich mich nicht drum kümmere, entscheiden andere Leute, was da läuft. Und die Propaganda sitzt oben drauf, du kannst ja nichts tun. Und deshalb ist es schöner, sowohl im Inneren sich zu entfalten und Klarheit zu schaffen und auch im Äußeren sich zu entfalten und Klarheit zu schaffen. Das ist ungeheuer wohltuend. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Ahoi! Halleluja! Ich möchte auch ganz doll Dankeschön sagen. Ich merke richtig, dass mir Steine vom Herzen purzeln, weil letztes Jahr hatte ich auf mal so einen Drang, zu Demonstrationen zu gehen und das war für mich ein Riesenerlebnis. Ich habe mich so hingezogen gefühlt, bin da hingegangen, ich fand, das ist Satsang pur. Das war so lebendig und präsent und wunderbar. Und dann habe ich es gepostet auf Facebook und alle Spirituellen sind über mich gefallen, als ob ich geisteskrank wäre.
da ist keiner oder ich bin verwickelt oder ich auch ein Guru hat gesagt, ich müsste an mir arbeiten und tralala. Aber ich kann da gar keinen Unterschied machen, wenn ich bei mir bin, ob ich jetzt putze oder zur Demo gehe. Es ist mein Erleben und das ist das, was auftaucht. Und wenn ich zur Demo gehe, da ging es richtig ab. Das waren unglaubliche Erlebnisse in meinem Inneren, die ich mir anschauen konnte. Also toll. Oh, ich bin wieder ein Stückchen weiter und reicher. Ja. Das mit der, die Entfaltung im Außen sozusagen den inneren Prozess fortsetzt, das ist der eine Aspekt. Die andere Frage ist, also das ist so eine Art innere Notwendigkeit, die man spürt und man tut dann halt das, was man tun muss. Ich habe mich da letztens lange mit Jörg und auch der Marinil drüber unterhalten und da hattest du vor allen Dingen den Standpunkt, dass man eigentlich ein nicht reformierbares System stabilisiert, indem man quasi in dieses Ich kann was tun Trance einsteigt. Also, dass man eigentlich da völlig aus dem Ich kann nichts tun, ich kann was tun herausgeht. Das ist für mich schon ein nachvollziehbarer Aspekt. Und da würde ich gerne noch mal von euch was hören. Klein bisschen verfeinern würde ich das noch, wenn in unsere Wirklichkeit dann das erscheint, so wie zum Beispiel in der Gemeinde, wo ich ziemlich eng verbunden bin und sage ich jetzt mal die Stimmigkeit für mich empfinde und da wirke, ist es irgendwo politisch. Aber ich würde dieses System ja damit nicht die Energie geben, das große System nicht die Energie geben, die es am Leben hält. Und ich hatte das dann mehr oder weniger so dargelegt, dass wenn wir in innerer Arbeit sind und auch hier in so einer Begegnung uns mehr begegnen und da viel Energie reinlegen, müssten wir dieses bestehende System, wo was keiner, zumindest hier im Raum wahrscheinlich, noch akzeptieren kann, sei der Kapitalismus noch so human, ist er doch irgendwo eine aussterbende Spezies. Und das denen dann noch die Energie in den Parteien, in den großen Parteien zu geben, wo der Mensch vielleicht nicht wirklich mehr erreicht wird, da könnte nicht unbedingt entweder oder, aber man könnte da auch die Energie statt da vielleicht auch in mehr Bewegung oder in mehr Felder oder wie wir es immer nennen wollen, geben, weil es früher oder später doch zum Sterben kommt, das System. Jörg? Jörg, hier. Roland. Was meinst du denn für Felder, in die wir Energie geben könnten? Ja, ich sage jetzt mal als Beispiel, das sind wieder Benennungen in diese Felder, wo wir hier uns begegnen. Natürlich nicht auf dem Kornfeld, meine ich. Ich meine schon dieses Bewusstseinsfeld hier. Oder eben in Retreats, wo sich viele Leute begegnen, nach innen forschen und nicht nur das eigene anheben, das eigene Bewusstsein anheben, sondern das gesamte Bewusstsein anheben. Und wenn da die Energie hinfließt, finde ich es für mich angenehmer, als mich dann, sage ich jetzt mal, in die große Politik mit reinzuhängen und denen versuchen zu sagen, nee, das macht man nicht so,
macht mal anders. Das gibt natürlich viel Energie in dieses System, was in meiner Sichtweise ein Auslaufmodell ist. Und mit jeder Energie da rein halte ich es natürlich auch an Leben. Und natürlich schließt es das nicht aus, wenn es für eine bestimmte Sache eine Stimmigkeit für mich entsteht. Okay, mache ich es dann trotzdem. Oder wenn es für mich in meinen Wirken etwas zu verhindern gibt, wo ich mit den Herzen dabei gebe, schließt es das auch nicht aus. Also nicht dieses ausschließlich, aber ich sehe das System früher, später, natürlich nicht genau auf den Tag, dann irgendwann als Auslaufmodell, ja. Ich stimme dir zu, was das Auslaufmodell anbetrifft. Und was du vorschlägst, diese Gruppen und diese Felder, das ist politische Arbeit. Das ist Graswurzelrevolution. So haben vor 40 Jahren die Grünen angefangen, in kleinen Gruppen, die völlig obskur waren, wo alle etablierten politischen Parteien gesagt haben, das sind eh Spinner. Aber das ist eine neue Form von politischer Arbeit, die du da beschreibst. Und das Umsetzen in einer parlamentarischen Demokratie, dass da eine Partei gegründet wird, dass Parlamente erobert werden, das ist dann nur noch ein kleiner Schritt. Wenn die Basisbewegung steht und genügend Menschen da mitmachen, dann setzt sich das auch ganz schnell um politisch. Ja, also ich denke, bei der Politik... Hier ist eine Frau, die will schon ganz lange was sagen. Entschuldigung. Ich habe Geduld. Ja, also sind natürlich auch ein paar Gefahren mit verbunden. Die eine Gefahr ist, dass man sich sehr leicht darin verliert. Es ist auch nicht jeder dazu gemacht, hat nicht jeder die Fähigkeit und auch die Freizeit und die Kraft, sich politisch zu betätigen. Es ist sicherlich auch so, dass wenn wir, dass wir mit unseren politischen Einstellungen, dass es ganz, wenn man ganz viele Muster sind und unbewusst ablaufende Prozesse, das muss man sich auch klar machen. Aber wir können nicht darüber hinwegsehen, dass wir politische Menschen sind. Und jemand, der schweigt, ist genauso und nichts wissen will, ist genauso politisch wie jemand, der sich betätigt. Und als soziale Herdentiere, ja, wirken wir aufeinander ein. Wir gehen wählen und ich finde an Politik nichts Schlimmes. Ich kriege das immer wieder mit, bei Satzanglehrern, wenn einer sich so, ach, die armen Tiere und Tierheim, ja, gut, dann wird ihr geholfen. Wenn einer irgendwie sagt, ja, er ist irgendwo engagiert, da wird nichts dagegen gesagt, aber da kommt so ein, sagen wir mal, so ein Augenbrauen hochziehen, ja, so das finde ich schade. Ich wollte noch was sagen, der Shunryu Suzuki, den vielleicht der eine oder andere kennt, der war im Zweiten Weltkrieg, war da in Japan. Japan war ja damals sehr militaristisch ausgerichtet, schön mitgemischt gemacht, der war in der Friedensbewegung gewesen. Es gibt in Indien zurzeit einen non-dualen indischen Meister, der steht im Guinness-Buch der Weltrekorde, weil er irgendwie geschafft hat, ein paar Millionen Bäume in so und so kurzer Zeit zu pflanzen. Und natürlich ist es auch so, muss man sich klar sein, wir verändern nicht unbedingt die Welt, wenn wir die besseren Konzepte haben. Und da ist das Scheitern auch mit dabei. Und ja, so. Das war schon mal eine ganze Menge, was ich gesagt habe. Ich möchte gerne noch mal den Ansatz, den der Jörg eben schon angesprochen hat, vertiefen. Und zwar nehme ich diesen Satz, alles ist ein Spiegel meiner selbst, sehr ernst. Das heißt, wenn ich auf einer Ebene, also so wie ich mit mir bin, in Form von, wo bin ich mit mir in Trennung und wo bin ich mit mir in Einheit, das erlebe ich als die
Ursache für das, was mir begegnet. Das heißt, letztendlich erlebe ich da die intensivste Form der Schöpferkraft. Und was ich jetzt für mich persönlich tun kann und wo ich immer wieder fündig werde, ist zu schauen, wenn in der Welt Umweltverschmutzung ist, wo bedinge ich das in meinem So-Sein? Ich brauche nur auf meinen Nahrungszettel zu gucken. Ja, also Umweltverschmutzung, die ich mit mir tue, kann ich dort eindeutig wahrnehmen. Oder dem Zinseszinssystem mit den Manipulationsenergien, die konnte ich wiederfinden, einfach darüber, wie Abhängigkeit erschaffen wird, wenn, was ich, Dinge verschenke, die nicht zurückkommen. Oder, also ich werde mit allen Problematiken, die im Außen sind, fündig, wenn ich bei mir schaue. Und ich habe das Gefühl, wenn ich was tun kann, dann ist diese ganzen Anteile mit in die Anerkennung zu holen und die Akzeptanz zu holen, sodass das Resonanzfeld, das dann ein anderes entspricht, also es geht dann ja gar nicht mehr, dass mir das begegnet, wenn ich das mit mir nicht mehr tue, dass es da lohnt, tatsächlich intensivst in die Handlung zu kommen, neben politischen Sachen, weil ich bin Vorstand bei der Atabana und bin da aktiv in solche Sachen, aber das ist dann eher so, was noch nebenbei mitläuft. Also für mich ist jetzt einmal ein Punkt wichtig zu sagen, ich bin immer bereit, dieses Krankenkassensystem zu stützen und habe die Krankenkasse gekündigt, obwohl ich juristisch gar nicht weiß, was das für Folgen hat. Da gibt es irgendwie so einen Zwang. Und dann aber zu sagen, gut, dann heißt es aber solidarisch sich mit Alten oder Behinderten nochmal anders, wirklich in Sorge zu gehen oder solche Sachen. Das geht aber dann an so Punkte, wo ich merke, es gibt einerseits wirklich Verstrickung, also wo einfach mir immer klarer wird, dass ich nicht rauskomme. Und dass es andererseits diese Geschichte gibt von, und da hast du, also das stimmt so total, natürlich kann ich was tun und ich kann es als allererstes für mich, also selber tun. Und das heißt für mich zum Beispiel, da bin ich ja letztes Jahr so geknallt, das ist das, wo mir so der Hut hochgeht, wenn es jemand sagt, er ist erleuchtet und dann, ach, Sozialhilfe ist aber schon klasse oder Hartz IV, weil ich ja dann eigentlich nicht mehr arbeiten will. Also das sind so Sachen, da friert es mich. Also wo ich so merke, wir müssen gucken, dass dieses Leuchten wirklich auch was ist, wo wir irgendwie uns so verbinden, dass wir in der Welt auch wirklich dann stehen und nicht nur lutschen an diesem politischen System. Lutschen! Na dann mag ich vielleicht die Kultur dazu bringen. Erich Fromm sagte, dass jede Kultur im Niedergang ist, wo die Pflegeentwicklung der Liebe nicht zentral ist. Und der Liebe nicht zentraler Punkt ist, beziehungsweise Liebe ausgeschlossen wird. Und zum Zinsenfreund, jede Religion verbietet das Zinsnehmen, weil jeder weiß, im Zins ist der Krieg eingewoben. Aber was können wir wirklich tun? Ich merke, ja, diese Kultur, die wir haben, oder die Gesellschaft, wie du sagst, ist natürlich in einer bestimmten Form im Niedergang. Und ich merke, wenn wir eine neue Liebeskultur entwickeln, dann sind wir in der Form Avantgarde und Vorreiter für das Neue, das kommen will. Und die Liebeskultur fängt natürlich bei uns selber an. Und für mich ist es in meinem Alltag ein wesentlicher Teil. Und auch hier passiert es jetzt untereinander zum Teil, wo eine neue Kultur da entwickelt wird. Und damit bringen wir auch was Neues in die Welt hinaus. Und da merke ich, da tue ich mir was Gutes und allen anderen was Gutes. Hau. Entschuldigung, ich bin dran. Ich habe vier Regeln gestellt. Bitte? Habt ihr akustisch nicht verstanden? Vier Regeln gestellt. Ah, okay. Roman, wolltest du zuerst? Ja, schon ganz gerne nochmal kurz. Also mich wundert es schon sehr, irgendwie dieser grenzenlose Optimismus, der so da ist. Also wir sind so marginal, also von der Zahl her zumindest. Also das ist natürlich alles toll mit Tiefe und so weiter. Aber
Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir schon die Grünen so als Beispiel anführen, was zeigt uns das? Dass die Bewegung entsteht und sie wird total absorbiert. Wir haben doch grüne Juppies, eine grüne FDP im Prinzip. Also ein bisschen Waldsterben hat dann doch nicht stattgefunden und sehr viel mehr ist da eigentlich nicht bei rumgekommen. Also da scheint mir schon viel Zweckoptimismus so dabei zu sein. Und es ist okay. Also ich meine, es ist ja legitim sozusagen, okay, ich glaube da dran, weil ich brauche das, sonst werde ich verrückt. Ja, und vielleicht hat es auch darüber hinaus eine energetische Auswirkung, die was materialisiert. Also das ist so ein bisschen das, was ich in meiner Rede ja postuliert habe, dass wir diese Möglichkeit der Schöpfung haben, auch durch unsere Glaubensfähigkeit. Aber dass wir jetzt hier als Speerspitze der Evolution sitzen und das alles folgt uns, das sehe ich überhaupt nicht. Also. Roman, das klingt jetzt ein bisschen frustriert, was aber gar nicht so sein soll. Ich habe festgestellt, dass Meditation und Spiritualität die effektivste Form der politischen Arbeit ist. Sie hat ja auch ein paar Beispiele gebracht, wo das Ändern an mir selbst auch zu veränderten Verhaltensweisen führt, zu veränderten Gewohnheiten und zu ganz konkretem anderen Handeln. Und sei es, dass man aus der Krankenkasse austritt und zu Akabana geht und so weiter. Also Verantwortung auch übernimmt für sein tägliches Leben. Ich denke, dass das verständlich ist, dein politischer Frust, weil man, wenn man dem Mainstream so folgt, ungeheuer viel Mist um die Ohren gehauen kriegt. Aber es gibt ganz viele neue, tolle Ansätze seit einigen Jahren, wo gerade auch junge Menschen völlig unvoreingenommen und unvorbelastet von diesen ganzen alten Parteien rangehen und eigene neue Dinge auf die Beine stellen im Sinne von Graswurzelrevolution. Ja. Ich kann nicht warten. Ist so. Ich finde das sehr ehrenhaft, aber im großen Sinn, also von meiner Erfahrung her ist das alles Quatsch. Ich war viele Jahre Journalistin und habe viel in politischen Systemen gearbeitet, habe selber auch Lobbying gemacht. Und ich habe einfach gesehen, dass es unlebbar war, diesen Beruf weiter auszuführen. Und habe aber das System studiert, bis in die okkulten Strukturen hinein. Also ich kenne wirklich, ich habe das sehr tief erfahren. Und ich habe eine Erkenntnis daraus gewonnen. Ein Mensch wird für das System erst gefährlich, wenn er bereit ist, alles zu verlieren. Und die meisten Menschen, die spirituell unterwegs sind, haben zwar die Kraft, also das Potenzial, aber sie sind immer noch zu fest in ihrer Komfortzone drin. Also ich kenne fast keine Menschen, die bereit wären, die hängen an ihren Pensionskassen, an ihren Versicherungen, die wollen Auto fahren. Und wenn man nicht wirklich bereit ist, alles zu verlieren, ist man einfach keine Gefahr für das System. Und das kann man natürlich auch nicht von allen verlangen. Und die zweite Lösung wäre, nicht das System zu bekämpfen, sondern die Strukturen, die da sind, kreativ zu nutzen. Und es gibt viele Menschen, die einen kreativen Umgang mit den bestehenden, also ein Beispiel ist die ganze neue Ideologie, also Wissenschaft, die aufgebaut wird, mit Recyclingmaterial Neues zu machen. Das ist so die Idee, Bestehendes kreativ zu nutzen. Und alles, was interagiert mit diesen Strukturen, die schon vorhanden sind, funktioniert nur, wenn darüber ein visionärer Geist ist. Alles andere kann man vergessen. Also das ist meine Erfahrung. Und mich hat es zutiefst enttäuscht zu sehen, wie spirituelle Menschen einfach noch nicht aus der Gesellschaft aufgewacht sind. Es gibt für mich zwei Erwachen, das Spirituelle und das aus der Gesellschaft aufzuwachen, wo man erkennt, wie fest wir in dieser Lüge drin verwoben sind. Und das ist einfach noch nicht verbreitet. Um,
Jörg, du wolltest doch vorher was sagen? Ja, dann wollte ich gerne was sagen. Also ich wollte jetzt nochmal zurück. Also ich bin völlig bei dir, dass das mit dem Aufwachen aus dem System nochmal eine ganz andere Größenordnung hat. Und dass wir da, also vermute ich mal, wir alle nicht da sind. Weil wir alle operieren noch auf der Basis von Geld und auf gesellschaftlichen Systemen. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt raus. Du hast es vorhin so schön formuliert, du empfindest die Arbeit in der Politik genauso wie die Politik im Selbst. Ich war in meiner Studentenzeit auch politisch aktiv und ich kann rückwirkend sagen, die politische Arbeit ist die Arbeit am Selbst. Das, was ich damals geglaubt habe, ich tue für andere oder für System oder für Veränderung oder irgendwelche Ideen, whatever, habe ich im Ende immer nur für mich gemacht. Also es war meine persönliche Entwicklung. Ich habe dabei was gelernt, ich habe dabei ganz viel mitgenommen, bin ein großes Stück gewachsen dabei. Habe ich was politisch verändert? Vermutlich nicht viel, aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig, dass ich mich verändert habe bei dieser Arbeit. Also für mich ist da kein Unterschied. Und wenn ich sage, okay, ich will mich nicht politisch engagieren, ist es aus meiner Sicht völlig okay, ich tue es momentan auch nicht. Aber es gibt keinen Unterschied. Es ist nicht das Alternative, das oder das, sondern das eine ist das andere, wenn man es richtig macht, aus meiner Sicht. Und es ist nur die Frage, wie mache ich es? Diene ich dem System, muss ich in gewisser Hinsicht, weil sonst kann ich da nicht mitarbeiten, aber diene ich vor allem mir selbst? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Hau. Jörg, ich würde jetzt gerne mal was sagen, ich warte schon eine Weile. Für mich geht es um ein ganz anderes Politikverständnis. Also ich war früher auch als Student unglaublich engagiert. Ich war bei jeder Demo in zig Organisationen und. Habe das irgendwann alles beiseite geschoben, habe mich dann nur ums Individuum gekümmert und um mich und so weiter. Also ich habe jetzt ein ganz anderes Verständnis von Politik. Das ist für mich geht es um Handeln, um Engagieren und zwar ständig im Alltag. Das sind solche Sachen wie zum Beispiel, dass irgendwie vor 2 Jahren oder was bei mir neben dem Haus irgendwo die Kettensäge losging und ich rausgestürzt bin. Und die wollten da 20 Bäume ummachen. Und da bin ich dazwischen gegangen und ich konnte zumindest verhindern, also es gibt so eine Regel, die dürfen nur im Herbst gefällt werden. Das war aber im Frühjahr. Und wenn ich jetzt nur 3 Vögel gerettet habe in ihren Nestern irgendwie, aber ich habe das geschafft. Ja, also das war einfach so ein direktes Engagement. Oder wenn jemand da irgendwie den Motor laufen lässt, dann gehe ich da hin, sorry, ist dein Auto kaputt oder kannst du den Motor ausmachen? Oder so ganz banale Dinge, ja, das ist für mich dieses Engagement so im direkten Umfeld. Oder zum Beispiel habe ich irgendwann beschlossen, mein Geld auf dem Girokonto nicht mehr rumliegen zu lassen, weil ich nicht möchte, dass meine Volksbank mit meinem Geld arbeitet. Ja, ich habe das jetzt wieder in der Kassette zu Hause liegen, ja. Also all diese ganz banalen Dinge, das ist für mich Politik. Ja, und nicht irgendwie Gemeindepolitik oder Landes- oder Bundespolitik, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, ja, mich mit diesen ganzen bornierten Leuten da auseinandersetzen zu müssen. Ja. Aber Politik ist für mich dieses direkte Handeln oder sowas ganz Simples, wie ich mitkriege. Letztens hat ein Vater irgendwie unbedingt genötigt, seinen Sohn irgendwas essen zu sollen. Dann bin ich irgendwann dazwischen und habe gesagt, ey, lass doch mal deinen Sohn. Ja. Also einfach dieses Einmischen, dieses Engagieren, das ist für mich Politik. Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, warum man immer, also zu sagen, man hat nicht immer die Kraft, sich politisch zu engagieren, finde ich ein bisschen leicht, weil jeder kann für sich was machen. Also wir haben ein Haus gebaut jetzt zum Beispiel, das ein rein ökologisches Haus, das wird auch für die, wenn es irgendwann mal abgerissen wird, niemanden schaden, ja, weil es einfach aus nachwachsenden Rohstoffen entsteht. Und wir haben eine Website gemacht, um Leute zu engagieren. Und es gibt so viele Vorurteile gegen diesen Hausbau, ja, mit Stroh zum Beispiel. Und wir haben eine Website gemacht und wir gehen in die Öffentlichkeit, dass Leute einfach den Mut haben, und wir haben ein offenes Haus, jeder kann vorbeikommen, kann sich's anschauen, kann uns Fragen stellen, ja. Und jeder kann was machen, ja. Ich habe eine Entscheidung, ob ich billig Quant kaufe, wo ich einfach weiß, dass in Pakistan die Leute aus dem Fenster springen. Ja? Also jeder kann was machen. Ich muss keine Massentierhaltungstiere essen. Ja? Jeder kann was machen und da muss ich nicht erst
politisch aktiv werden. Ja? Und es hat sehr viel mit einem einfachen Lebensstil zu tun, und das ist doch eigentlich genau das, was hier vielleicht auch relevant ist. Ja? Von der Bequemlichkeit einmal runterzugehen, vielleicht ein paar Schritte zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Ja? Wir haben uns in einer Bürgerinitiative engagiert, wo unsere österreichische Volkspartei aus einem Naturdenkmal ein paar Wohnblöcke und Hotel hinbauen wollten und so. Ja, das darf niemand, außer unsere Partei. Ja. Also man kann was tun, jeder in seinem Bereich. Man muss nicht erst zu irgendeiner Partei gehen oder sowas. Jeder, jeden Tag und so oft wie möglich. Also ich sehe keine Ausrede mehr, ganz ehrlich. Wie heißt eure Website? Unserhauswächstnach.org. Danke. Ja, da möchte ich dann nochmal eine Verfeinerung geben von den Gesprächen. Den Paradigmenwechsel zu skizzieren. Und wenn wir uns vorstellen, dass jetzt diese Gruppe hier in diesem Raum sich jedes Wochenende treffen würde, also jedes Wochenende findet genau mit uns jetzt dieses statt. Das ist ja ähnliche Situation, wie damals die Grünen entstanden sind. Die haben sich wahrscheinlich in ähnlichem Rhythmus immer wieder getroffen. Es wird wahrscheinlich immer mal wieder sehr imposant werden, aber es wird schon ganz viel Heilung, weil ganz viele Prozesse in Gang kommen, ganz viel Heilung passieren. Und ich würde einfach mal so als Vision sagen, dass es wann auch immer der Zustand irgendwann eintreten wird, dass wir zusammensitzen, jeder der dann mehr oder weniger ein Aufwachen oder eine Vertiefung oder wie auch immer für sich erlebt hat, würde natürlich in der Diskussion seinen Kommentar geben. Ein anderer reagiert aber dann, wie gesagt, bis zur eigenen Spiegelbild, fast ausschließlich, nimmt also den Kommentar zur Inspiration weiter, konstruktiv aufzubauen, und wenn es stört, dann sieht er das eben als seinen Schattenspiegel, wie wir es immer nennen wollen. Also sozusagen bleibt es mit einem neuen Bewusstsein ein neues Paradigma ganz langsam zu erschließen. Und wenn man jetzt sagt, okay, Fiktion, irgendwann vielleicht, ich erlebe das selber jetzt schon in der Arbeit, in Forum Werk, wir treffen uns mit einigen Lehrern, da passiert das genau so. Und es braucht doch keine Hierarchie. Es wird irgendeine Arbeit, ein Grund für irgendeine Tätigkeit passiert dann in dieser Begegnung, in diesem Gespräch. Und automatisch findet sich der die Möglichkeiten, ob das nur finanziell oder von der Zeit her oder von der Kompetenz hat, findet sich automatisch, dass er sich selber als der sieht, der es dann tut. Und die Gruppe sieht es, weil sie in der sehr starken Präsenz ist, auch so, dass der das gerade tut. Es braucht also keinen, der sagt, wo es lang geht. Es braucht diese Hierarchie nicht. Es braucht auch nicht mehr andere, irgendwelche übergeordnete Systeme. Es passiert Begegnung. Natürlich setzt das erstmal ein anderes Bewusstsein voraus. Aber das passiert jetzt schon in kleinen Gruppen überall auf der Welt. Und nicht nur hier wird aufgewacht in diesem Raum, es wird überall aufgewacht. Und nicht nur aufgewacht, es wird vertieft. Und viele sind auch einfach in Liebe und finden sich auch in dieser Gruppe. Und haben eben dieses komische Aufwachen nicht erlebt. Aber es passiert friedliche Begegnung, und dass es immer mehr Gruppen gibt. Es wird nicht um Parteien gehen in dieser neuen Vision oder in diesem neuen Paradigma. So sehe ich es ja nur. Das kann man ja ganz gut anders sehen. Aber es gibt auf alle Fälle eine komplett andere
Ordnung oder Nichtordnung der Bewegung der Menschen mit der Kommunikation und der Ausrichtung mit Möglichkeiten, was jetzt zu tun ist, was ansteht. Und das verstehe ich für das neue Paradigma und nicht, dass es bloß Parteien in abgeänderter Form, vielleicht mit ein bisschen friedlicheren Gesetzen oder vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher. Darum geht es wahrscheinlich gar nicht in dem neuen Paradigma. Es geht um komplett ein neues Denken, ein neues Handeln, ein neues Empfinden, ein neues Sein. Und umso mehr es so eine Räume gibt wie hier, umso mehr passieren die Prozesse, die nach innen gehen, umso mehr passieren die Kommunikation in kleineren Gruppen, wie in diesen größeren Gruppen. Und so stelle ich mir das neue Paradigma vor. Und da braucht es keine Partei. Ausgeben für Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung, Krankenversicherung, all diese ganzen Dinge. Diese Zusammengelder zusammengerechnet werden sowieso schon erzeugt und ausgegeben, nur sie werden ungerecht verteilt. Die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen sagt schlicht und ergreifend, wenn wir uns entscheiden, anders miteinander zu leben, dann ist es möglich, dass jeder 1.500 Euro jeden Monat bekommt. Und dieser ganze, das ganze Elend mit Arbeitsamt und was du auch angesprochen hattest, ich weiß den Namen jetzt nicht, mit Sozialhilfe, diese ganzen Dinge, diese entwürdigenden Dinge, die fallen dann vollkommen weg. Der ganze, genau, das, ja. Also es ist mehrfach durchgerechnet worden, es ist eine reine politische Entscheidung und wenn wir das wollen, funktioniert das. Und das auch nochmal an Normen. Das ist die Fleißarbeit der Grünen seit 40 Jahren, die ist nicht verpufft. Das ist die Fleißarbeit der Linken, auch der Violetten, die auch bedingungsloses Grundeinkommen fordern. Auch jetzt neuerdings der Piraten, die ja nur ganz neu sind, insofern unwichtig. Die Freien Wähler, was es da alles gibt. Und selbst in den etablierten Parteien, SPD, CDU, FDP, in den Sozialgremien und in den Ausschüssen, werden verschiedene solche Modelle diskutiert, weil es einfach riesig viel Vorteile hat. Und für uns alle wäre das ein ganz anderes Leben. Wenn jeder mal darüber nachdenkt, wie viele Sorgen und Nöte er tagtäglich damit hat, wo bekomme ich das Geld nächsten Monat für meine Miete her? Jeden Monat neu. Wird so viel menschliche Ressource aufwendet, die in Gruppen, wie Jörg das vorgeschlagen hat, investiert werden könnte, wo wir zusammensitzen könnten, auch viel mehr Selbstarbeit leisten könnten. Ne? Aber das, ja, nur mal so, geht vielleicht auch zu weit jetzt hier, aber nur mal als Hinweis, dass das für mich das wichtigste Mantra ist in unserer Zeit. Wobei ich meine, dass zu diesem Mantra auf jeden Fall die Kenntnis vom fließenden Geld gehört, also Abschaffung des Zinseszinssystems in ein fließendes Geld hinein. Das halte ich für noch mehr in die Basis gehen, worauf dann überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen, wenn überhaupt, entstehen könnte. Aber ich glaube, die wirkliche Wurzel ist das Zinseszinssystem, was in ein fließendes Geld umgewandelt werden müsste. Also, ich finde das ja alles ganz sympathisch. Und auch, es ist ganz wichtig, dass es diese Überlegungen gibt und auch wünschenswert natürlich. Und ich unterstütze das auch, das Grundeinkommen und so weiter. Für mich ist es nur nicht die, hat es überhaupt keine Motivation an der Stelle. Ja? Also und das ist auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie frustriert gewesen wäre oder irgendwie so. An der Stelle bin ich dann doch sehr ad weiter geprägt. Es passiert halt das, was passiert. Ja? Und es kann genauso gut passieren, dass, also mir sieht es eher danach aus, als ob hier Deutschland hammerharter Vasallenstaat des Finanzkapitals, was ja in den USA sozusagen beheimatet ist, schon ist und zunehmend wird und hier eine europäische Diktatur installiert wird und so weiter.
Also eher so wie 33, sage ich mal. Da war auch viel Spiritualität in der Gesellschaft und so weiter. Und also wo es denn hingeht und was es für Auswirkungen hat, keine Ahnung. Ja? Ich meine, deshalb ist es mir so wichtig, dass es aus einer wahrhaftigen Haltung entsteht halt die Handlung, also die Zivilcourage, die jetzt hier auch einige angesprochen haben und durchaus auch sich zu zeigen, in Parteien und so weiter einzustehen. Aber ich halte es nicht für gut, sage ich mal, jetzt sich zu motivieren darüber, dass man da dieses Ziel erreicht, eine bessere Gesellschaft zu bekommen, das Finanzsystem abschaffen zu können. Das ist, glaube ich, da wird man sehr frustriert sein, vermute ich. Dann muss ich doch noch eine letzte Sache sagen. 20 Jahre zurück erinnern wir uns alle, wie 500.000 Menschen in Ost-Berlin zusammengekommen sind und die Mauer niedergerissen haben. Du meinst, das liegt an den Demonstranten? Das lag an den 500.000 Leuten in Ost-Berlin, die man nicht mehr zurückdrehen konnte. Also, das ist nicht so schwer. Es ist viel, viel komplexer, bis sowas zusammenbricht. Also, ich wollte auch sagen. Aber es ist passiert, Entschuldigung. Ja, klar. Aber es ist passiert und warum sollte das andere nicht auch passieren? Also ich denke, das ist genauso komplex wie das ganze Wochenende hier. Wir brauchen noch ein politisches Erleuchtungsforum, um diese ganzen Ebenen zusammenzubringen mit dem Grundeinkommen. Ich bin überhaupt nicht politisch, ich habe gar keinen blassen Schimmer, aber ich bin immer am Existenzminimum gewesen und habe mir das mal in mir angeschaut und habe mich ja nie für wertvoll gesehen. Und ich habe gesehen, das Grundeinkommen wird nie kommen, wenn wir uns alle nicht für wertvoll halten. Und es gibt so viele Ebenen und eben habe ich mich auch ein bisschen geschämt mit der Demo. Ich bin da nicht hingegangen, um wirklich was zu erreichen, sondern zu fühlen und zu schauen und mir bewusst zu werden und solche Sachen. Und ich denke, das kann man alles nicht voneinander trennen. Und ja, dazu brauchen wir jetzt noch ein Forum. Du besprichst es nochmal. Jörg, ich möchte gerne, auf dich reagieren noch. Ich weiß nicht, für mich ist der spirituelle Ansatz, es ist Platz für alles da, alles. Und es braucht auch keiner ein schlechtes Gewissen haben, der sich nicht politisch engagiert. Mein Anliegen wäre einfach nur, dass in den Köpfen der spirituell ausgerichteten Menschen einfach die Möglichkeit, sich vielleicht neben dem Spirituellen auch politisch zu engagieren, in welcher Form auch immer, dass einfach eine, falls da Offenheit ist dafür, dass das zugelassen wird. Also das finde ich, das ist schon genug, das reicht schon. Wir könnten kein Muss, aber möglich. Wir könnten das Forum Leuchtende Politik nennen. Hallo ihr da. Innerhalb und außerhalb meines Kopfes. Auch das noch. Oh mein Gott. Ich wollte nur mal kurz sagen, was mir durch den Kopf geht. Also ich habe nichts dagegen, was hier so passiert und abläuft und so. Aber ich habe mir ganz ehrlich auch gedacht, so eine politische Diskussion und so, die hätte für mich jetzt eher so mittendrin reingepasst. Und zum Ende hin finde ich das darf absolut sein, aber ich persönlich, ganz ehrlich, finde es ein bisschen irgendwie traurig für so ein geiles Wochenende. Also so trocken. Ich meine, es ist auch pures Leben, klar, aber auch, trotzdem, also ich meine, das ist nur, ich wollte nur sagen, was mir durch den Kopf geht. Ich dachte echt ein paar Mal so, das darf doch nicht wahr sein. Okay, na gut.
Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich kopiere, wollte ich einfach fragen, ob wir dann nachher vielleicht nicht abschließen können mit dem Tanzen nochmal. Das wäre ein schöner Abschluss. Aber also sonst, ja. Die andere Alternative wäre, dass es hier ein Kuschelset gibt. Also bei der Kuschelparty waren wesentlich weniger Leute da als beim Tanzen vorhin. Ja. Ja, also das fänd ich einen schönen Abschluss. Muss nicht sein, aber ich fände es einen schönen Abschluss. Sag einfach. So. Okay. Vielleicht, dass alle in so einen Kreis und jeder seine Hände auf den nächsten die Schultern tut. Und yeah! Ja. Halt ja. Finde ich gut. Thank you.